Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge hier auf der Bindelbach. Ja, und wie versprochen geht's hier jetzt ans Säen. Diesmal ein bisschen größere Variante. Gerade hin und her überlegt, welchen Traktor ich jetzt dafür nehme. Und ja, irgendwie habe ich jetzt gerade wieder mal Bock auf den Xerion gehabt. Genau, wir fahren auf Feld 32 und werden da nochmal Sonnenblumen draufhauen. Habe ich mich jetzt so dazu entschieden, weil ja, Sonnenblumen haben wir ja bis jetzt eben noch gar nichts, und dass wir das hier gleich mal feierlich einweihen, werden wir hier die volle Dröhnung Sonnenblumen machen. Raps habe ich eben nochmal die eine Ladung hier weggefahren zum Bahnhof, deswegen auch jetzt ja, doch ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Das sind so knappe, was waren es denn? 100.000 waren das, die Hängerfüllung, oder sogar ein bisschen mehr als 100.000. Und ja, die habe ich jetzt gleich mal hier gegönnt, sozusagen, dass wir das Ganze eben hier auch machen können, beziehungsweise uns ja, noch ein paar andere Sachen dann vielleicht kaufen können. So, warum ist jetzt hier schon wieder... na. Karte. Karte. Jetzt Karte weg, genau. So, jetzt bauen wir hier erstmal automatisch neu und Offset raus, und dann schieben wir das mal hier an den Feldrand hin, dass wir da auch ordentlichst arbeiten. So, einmal aufklappen. Sollte das passieren normalerweise. Und ja, jetzt hier am Anfang natürlich erstmal etwas blöd, weil wir hier sehr, sehr kurze Bahnen nur haben. Aber ja, auch das werden wir hier dann irgendwie über die Bühne kriegen. Ein bisschen aufpassen hier, dass ich nicht zu viel in die Wiese rein sähe. Das möchte ich eigentlich nicht. Und dann brauche ich noch was anderes. Und zwar, das war Hecklenkung, Hundegang. Und das sollte eigentlich die enge Aktivlenkung sein. Denn ich möchte hier am Anfang gleich mal versuchen, eben den kleinen Bereich hier mal wegzusäen, dass der Helfer den nicht mehr, oder ja, dann irgendjemand nicht weitermachen muss. Ein bisschen was werde ich hier selber machen, nicht alles nur von Helfern bestimmen lassen, sondern eben schon auch, ja, nicht unbedingt in die Büsche rein. Ja, okay, einmal richtig in die Büsche rein. Jo, so sieht's auch. Habe ich jetzt nicht gesenkt, oder was? Oh nee. Ernsthaft? Ja. Ach, ja, kann ich ja nicht, wenn ich das falsche Gerät ausgewählt habe. Eieiei. Eieiei. Ja, das ist... Hier geht schon wieder los. Mit den großen Maschinen kommt er nicht mehr klar. Da braucht er wieder Nachhilfe. So, ein bisschen und hoch, ja. Dann machen wir nämlich das hier mal schnell selber. So ein bisschen zumindest. Wir werden dann auch auf zwei Bahnen, also jede zweite Bahn gehen. Jetzt will ich eben nur hier unten diesen Erker oder diese Feldecke hier eben dann schon mal säen. Soweit, dass wir da nicht mehr dauernd rein müssen in dieses kleine Stückchen hier. Ist jetzt ein bisschen chaotisch, weil ja eigentlich viel zu klein für die Gerätschaft. Aber da muss ich jetzt durch, das hilft nichts. Ich will nämlich einfach das Feld mal hier der Länge nach säen, dass man hier wirklich lange Bahnen fahren kann und nicht dann ständig hier hin und her wechseln muss, eben wie wir es jetzt gerade hier machen.
das möchte ich dann eigentlich im nächsten Schritt vermeiden, sobald wir hier eben den Anfang mal gesät haben. Aber da hilft es jetzt leider eben nichts. Da muss man ein bisschen daran arbeiten. So, ausheben. Und dann. Ja, mit der aktiven Lenkung ist das echt immer wieder sportlich, wie schnell dann das Gerät hinten auch mitdreht. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. So, aber jetzt sollte das langsam dann funktionieren. Wobei, jetzt kommen schon die Bäume hier rein. Das ist dann auch nicht unbedingt so optimal. Jetzt die Bahn kriegen wir es auf jeden Fall noch hin und in der nächsten muss ich dann schauen, wie wir da am besten oder am blödsten fahren, um das Ganze eben sauber hinzukriegen. So, rein in die Spur und ja, ich glaube, ich fahre dann. Dann ist auch blöd. Na, schauen wir mal, wie wir es machen. Ich weiß es noch nicht. Hier. Oder ich fange jetzt hier einfach mit der nächsten Bahn an. Machen wir es mal so. Ziehen wir mal in die nächste Bahn rein. Dann schauen wir, wie wir da am blödsten wenden können. Oder am besten. Da werden wir auch noch einen Weg finden. Ich hätte eigentlich echt dieses Feld anders anlegen können. Das war etwas blöd geplant, mehr oder weniger. Andererseits ist es halt, wenn ich da jetzt so ein viereckiges Feld drauf gesetzt hätte, das wäre dann auch wieder nicht das Richtige gewesen. So hat man halt dann doch noch ein bisschen mehr Arbeit mit diesem Feld. Man kann eben auch nicht einfach so den Helfer starten, sondern muss sich in dem Fall dann doch ein bisschen überlegen, wie man das Ganze hier am blödsten macht oder am besten. Ja. So. Zumindest funktioniert es soweit mit dem Vorgewende. Das ist schon mal die halbe Miete und jetzt sind wir dann auch von der Bahn her fast so, dass wir hier durchziehen können. Jetzt hier mal aus der GPS-Spur rausfahren. Das Ganze hoffentlich mehr oder weniger händisch dann machen. Sollte schon ganz gut gehen hier. Ja, und den unteren Teil hier runter machen wir dann irgendwie extra noch. Den mache ich, wenn ich den oberen Teil eben fertig habe, machen wir dann da weiter. Dass wir eben unsere Sonnenblumen hier ins Feld reinbringen. Dann müssen wir eh einkaufen gehen. In einer der nächsten Folgen. Denn, ja, wir brauchen unbedingt ein Maisgebiss, mit dem wir dann die Sonnenblumen hier ernten können. Das wird die nächste größere Investition. Ich glaube, es wird ein klappbares Camper. Schauen wir mal. Beziehungsweise vielleicht auch nicht so ein großes. Mal schauen. Ich wollte ja auch noch eigentlich mal einen anderen Drescher irgendwann. Einfach mal, um was Neues auf dem Hof stehen zu haben. Vielleicht nicht unbedingt größer, aber zumindest noch einen entweder dazu oder halt für den Rostelmash. Oder Rostelmash. Mal schauen. Vom Geld her müsste es dann relativ gut sich ausgehen, dass wir da vielleicht mal was Neues mit reinbringen können. Da hätte ich echt Lust drauf mittlerweile. Jetzt sind wir ja doch schon bei fast 200 Folgen. Diese Woche kommt noch die 200. Folge sogar. Ich muss dann echt mal schauen.
bei der wievielten ich gerade bin, durch das, dass ich halt hier immer wieder am Stück aufnehme, ja, ist es dann, übersehe ich das ganz gerne, welche Folgennummer es gerade hat. Ich möchte dann doch die Folge 200 vielleicht so ein bisschen mal als Resümee nehmen für das Bindelbach-Projekt, was alles so passiert ist, was noch alles passieren wird. Und ja, Bindelbach wird auf jeden Fall bis zum LS17 weiterlaufen. Da wird es jetzt keine Änderungen mehr geben bei dem Projekt her, außer es kommt jetzt die mega krasse Übermap, die man unbedingt gespielt haben muss. Aber ich glaube, genau das passiert jetzt eben nicht mehr. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall bleiben. Es wird noch ein kleineres Update für mich von der Map her geben, eben um alle Funktionen dann... Boah, komme ich da jetzt echt nicht drüber, oder was? Na komm. Hey, was ist los? Ist doch nur ein kleiner Erdhaufen hier. Tue ich mir nicht so runter hier. So. Ja, eben um diese ganze Produktionsgeschichte nochmal zu verfeinern, wo man das Zeug dann wegbringen kann, eben auch dieser Nachtrag von den Rübenschnitzel, der jetzt aktuell noch fehlt, damit der eben dann auch in den Produktionszweigen funktioniert. Das wird alles noch kommen. Ja, terramäßig wird sich nichts mehr verändern, das definitiv. Da bin ich jetzt an dem Punkt, dass es passt. Ja, ansonsten wird vielleicht noch eben so ein paar Sachen im Hintergrund, dass man zum Beispiel auch dann Verkaufspreise noch anpassen muss. Aktuell ist Sonnenblumen relativ niedrig vom Verkaufspreis her. Die sollten eigentlich doch definitiv mehr einbringen auf dem freien Markt. Das ist noch so eine Kleinigkeit, die ich gerade auf meiner To-Do-Liste habe. Ja, und ansonsten eventuell werde ich die Tore jetzt doch nochmal austauschen beim Kuhstall. Denn ja, die laufen ja aktuell oder sind eigentlich ja die falschen. Ich habe es damals nicht hingekriegt, das andere Tor zu animieren. Eventuell oder beziehungsweise ich meine, dass ich den Fehler gefunden habe, woran es lag. Und werde das gegebenenfalls noch umsetzen, dass ich eben genau diese Tore dann hier mit reinbringe. Dass das Ganze ein bisschen optisch ein bisschen sinnvoller ausschaut sozusagen. Oder was heißt sinnvoller, aber einfach funktionaler ausschaut und originalgetreuer. Oh ja, jetzt habe ich echt die Sämaschine gekommen. Ich hält. Ich ganz viel hält. Ich wollte eigentlich aus der GPS-Spur raus und nicht die Sämaschine holen. So ungefähr hier eigentlich. Um dann hier runter zu ziehen. Mal, dass ich da nicht irgendwie noch nachsäen muss. Das wollte ich damit eigentlich vermeiden. Aber naja. Jo. So ist jetzt aktuell der Plan, aber wie gesagt, das werde ich zur 200. Folge dann von der Bindelbach dann nochmal aufgreifen, das ganze Thema. So ein kleines Resümee eben, dann werden wir uns mal anschauen, wie viel Saatgut, wie viel Dünger und wir hier verblasen haben, wie viel Kilometer wir hier zurückgelegt haben. Hier beim Xerion sieht man schon mal unten, wir haben 167 Kilometer insgesamt mit dem schon zurückgelegt auf der Map hier. Also es ist schon ordentlich, was hier gegangen ist. Und dementsprechend eben mal so ein kleines Resümee darüber. Das Ganze dann eben in der 200. Folge. Ich hoffe jetzt, dass es nicht diese hier ist. Aber ich glaube nicht. Ich hoffe es. Das wäre jetzt echt blöd. Aber ich glaube, ich bin bei Folge 194 gerade. So habe ich, glaube ich, im Hinterkopf. Aber wie gesagt, das muss ich schauen. Und dann
gibt es da so ein kleines Resümee. So, in diesem Sinne bedanke ich mich aber erstmal bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.